So, Nummer 1. Jetzt plötzlich kriegen wir es 10-mal besser hin wie mit Sonic. Das ist doch total easy, der Kampf. Wieso hab ich damit Sonic so übel rumgefailt? Das geht ja mal gar nicht. Einfach hinter den Gegner und ihn angreifen. Und warten, bis er seine Attacke gemacht hat. 1:25. Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now, before the island blows up with you on it! Blows up? Ja genau, da steht 1:30. Mit Sonic hatten wir aber noch 8 oder 10 Minuten, keine Ahnung. Ist ja wohl ein Witz. Ja, 5 Sekunden braucht's noch und da ist er gerade drin. Ach genau. Okay, okay, gut, dann passt's. So hat er sich nicht mit Chaos Controller reingebombt, Alter. Aber knapp war's trotzdem. Ja genau, in dieser Sequenz sehen wir nicht, wie dieses Flugzeug von Tails dann noch rausfliegt. Ja, ja, so wie in der Hero Story. Arc, das war kurz. Shadow, what do you think it's like on Earth? The professor said his life's work was dedicated to all of those who live down there. He once told that the reason for his existence was making people happy through the power of science. Shadow. Maria. I just don't know anything anymore. I often wonder why I was created, what my purpose is for being here. Maybe if I go down there, I will find the answers. Maybe. Maria. Why so melancholy? That was so unexpected. So unlike you, Shadow, to come and rescue me. But your ability to use the Chaos Control certainly comes in handy. You know, I didn't come to save you. I came back for the Chaos Emeralds. Yeah, yeah, but then again, that's not the whole story, is it? Everything is ready to go! Are you sure? We only have 6 of the 7 Chaos Emeralds, you know? That's more than enough for the demonstration. So let's get the show on the road. Na dann. Tag X, 18:03 Uhr. Ach ja, genau. Citizens of Earth, lend me your ears and listen to me very carefully. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist, and soon to be the world's greatest ruler. Now witness the beginning of the greatest empire of all time. Das kennen wir doch. Ja, wir kennen das. Auf jeden Fall, vorher habe ich das ja relativ schlecht übersetzt gehabt in der Sonic Story. Der sagt, Bürger der Erde, leiht mir euer Ohr. Ich bin Dr. Eggman, der weltgrößte Wissenschaftler. Und so wie es aussieht, auch der weltgrößte Herrscher. Und, schaut mal da. Pfiu. Komm schon, mach Pfiu. Komm schon, komm schon. Komm schon. Und da sagt, ja, will halt auf die Art erpressen, dass er der Weltherrscher wird. Und wie wir in dem ersten Sonic-Teil gesehen haben, beziehungsweise in der Hero-Story meine ich, den Präsidenten kümmert das einen Scheiß, ob Eggman die Erde in die Luft sprengt. Er gibt ihm nicht den Herrschertitel. Er wartet natürlich 5 Sekunden vorher, dass Sonic alles zerstört. Da ist der Countdown. Ja, wir sind ja jetzt die Bösen, wir müssen da lachen und, weil wir sind böse und... Ist toll. Why are you so upset? Well, that was really impressive. You've managed to create complete havoc on the whole planet. Does this now mean we control the planet and can do as we choose? At this rate, the cannon will take too much time to charge up. If you want to unleash its full potential, you'll need all 7 Chaos Emeralds. Where in the world have you been? Something happened? Our threats fell on deaf ears. Look at you, throwing a tantrum like a little kid. How totally embarrassing. Don't forget your end of the bargain, Batgirl. What about that last Chaos Emerald? We had a deal, right? So where is my emerald? Here you go. I found this. Why didn't you show me this before? This. Station Square saved from a life-threatening missile attack. A city has awarded its famed prize to the boy who saved
where? Miles Tales per Hour was given the Chaos Emerald as a testament of his heroic deed at a ceremony held at City Hall. This makes things a whole lot easier. Hurry, go back to Earth and find them fast. I want that Chaos Emerald! Did you get that? Soon enough, Maria. This is Rouge reporting. Currently, I have not been able to confirm if Shadow is the ultimate life form or not. I will continue my research on Project Shadow and have a follow-up report very shortly. Just a reminder, don't forget about my jewel. Oh man, krankes Vieh. Denk nur an Juwelen hier. 12:10 Uhr, nahe der Hauptstadt. No saving, saving, saving. Route 280, jage den Tornado. Der Tornado, das war doch Tails Transformer-Dingens. Jetzt sind wir Rouge. Okay. Und der A-Knopf ist wohl, Gas geben. Okay, gut. Gib mal Ringe her, weil, Ringe geben Boost und Boost ist toll. Also her damit. Ah, wie schlecht. So. Also mit Fullspeed um die Kurven lenken geht ja schon mal definitiv nicht. Da muss ich irgendwie vom Gas runtergehen und B gedrückt halten, glaube ich, damit ich kurz anfange zu driften. Ja, genau. Okay, gut. Aber dann kann ich nicht mehr so viel. Habe ich, glaube ich, nicht mehr so eine hohe Geschwindigkeit. Ja, das ist Dreck. Ich fahre lieber hier am Rand entlang. Weil Rand ist sicherer als Sprengen, finde ich. Um einiges. So, gehen wir hier durch. Ballon gibt mir ja Boost. Dann Checkpoint. Time Extended. Wow. Das war verdammt knapp gerade. Und zwar so richtig verdammt knapp, ne? Also ich meine damit verdammt knapp. Ja genau, solche Straßen. Da fahren noch Autos entlang hier. Was zur Hölle? Wie kann man denn auf so Straßen fahren? Das geht ja mal gar nicht. Ohne Witz jetzt. Wer baut sowas überhaupt? Unnötig viele Hobeliereien, die in der Luft schweben noch. Einfach nur eine Straße mitten in der Welt. Ist klar. Da lang. Danke. Okay. Das war knapp, aber hat noch gepasst. Wenn ich da jetzt runterfallen würde, wäre ich tot. Das will ich nicht. Ich will nicht sterben. Nein. Gib mir den Luftballon. Time Extended. Wow. So. Hier durch. Hier um die Ecke. Mann. So, ich will nicht so viel driften. Driften ist blöd zu kontrollieren. Der Ballon hat mir keinen Boost gegeben. Böser Ballon, verdammt. So, ja, genau so. Danke sehr. Genau das wollte ich. Nein, nicht darunter. Puh. So, was mit dem Driften? Also die Kartsteuerung hier ist grausam. Ich mag die Levels nur echt nicht sonderlich, die ihre Kartsteuerung drin haben, aber ich finde, sie gehört trotzdem zum Spiel dazu mittlerweile. Also ich meine, ich habe das ja früher als erstes Gamecube-Spiel gehabt. Also wahrscheinlich habe ich da auch ein bisschen Nostalgiefaktoren, die mich das so toll finden lassen, das Spiel. Und in Wahrheit ist das gar nicht so extrem toll, aber wie auch immer. Ist halt so. Ja, ist halt so. Ich finde, das gehört einfach alles hier dazu. Und, ist ein großartiges Spiel. Und die Verfolgung sagt hier, ist langweilig. Chaos Soda. Ich finde die Plakate witzig, die hier überall rumhängen. So, nicht runterfallen? Danke. Wieso bauen die Straßen mit Löchern in der Mitte? Was soll denn das? Hier gab es kein Time Extended. Das ist gemein. Aber ich habe fast das Gefühl, dass da unten auf dieser Geraden, die Endgerade auf uns lauert. Ja, das ist die Endgerade. Wir müssen hier einfach nur... Oder seht ihr da vorne noch irgendwas anderes? Nö. Wir müssen einfach nur geradeaus fahren, bis wir den Tornado erreicht haben. Nämlich das komische Gefährt von Tails. Komm schon. Ich hatte gerade nur noch den A-Knopf gedrückt. Ja, da oben ist er. I found it. So. Nee, du hast nicht gefunden, Rouge. Ich hab gefunden. Ich hab dich kontrolliert. Mit meinen Gedanken. Ja. Ich bin ein ganz schlimmer Finger. Rang B nur. Ey. Penner. Ich will nicht nur Rang B haben. Ich will eine bessere Zeit haben hier. Entschuldigung, dass ich gähnen musste. Tut mir echt leid, Leute. Emblem 27. Minispiel, Kartrennen, 2-Spieler-Versus-Modus ist jetzt verfügbar. Aha.
Hatten wir das nicht vorher schon freigeschaltet? Mir egal. Skyrail. Okay, mach mal das Level noch. Jage den Tornado mit Shadow. Das ist ein cooles Level. Ich habe da mal einen Tool Assisted Speedrun gesehen von dem Level und der war echt abartig. Der ist da durchgeflitzt, das ging gar nicht. Alle möglichen Shortcuts, wo man übelst kompliziert über die Rails drüber muss und so. Und bei dem Level kann man sack viel machen. Ich glaube auch, dass ich in dem Level nicht so viel schaffen werde an Rängen. Wobei ich könnte versuchen, möglichst schnell durchzukommen, aber allerdings falle ich dann wahrscheinlich runter. Die Chaobox ignoriere ich jetzt mal. So. Nee, aber ich werde höchstwahrscheinlich keinen Rang A schaffen, wenn ich dafür voll viel auf den Rails hin und her hüpfen muss. Und wenn dann der Sprungbug kommt, bin ich im Eimer. Zum Beispiel an der Stelle. Sprungbug und ich wäre tot gewesen. Sprungbug ist in diesem Level wirklich sehr frustrierend. Wirklich sehr frustrierend, meine ich damit. So. Hinunter, Rail grinden. Und da hoch. Und da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Danke. Was war denn das für ein Bug? Was war denn das bitte? Danke, Spiel. Danke, dass du mich einfach mal automatisch runterfallen lässt, wenn ich. Also, der hätte jetzt keine Gerade dahin hüpfen können. Der musste natürlich in 5 Kreisen auf den nächsten Sprungdingens drauf hüpfen. Sodass ich ja, schon wieder Doppelsprung hier. Lass mich mal hier hoch, bitte. Da drauf, danke. Boah, was soll das? Was soll das jetzt? Mann, egal, da war ein Speicherpunkt, gut. Mein Fehler war das. So. Aber das Goldene da zu erwischen und danach wieder auf den Rails zu landen, das ist unmöglich. Also hier einen Rank A zu machen, ist echt heavy. Sagen wir es so. Und das war äußerst doof. Wie soll ich denn da anständig eine Rail treffen? Das ist fast unmöglich, das per Augenmaß auszumachen. Ich lasse mich einfach mal automatisch da drüber grinden. Dann schauen wir mal, ob ich da irgendwo drauf falle. Ja, durch. Okay, gut. Gut, das war zwar knapp, aber es hat gereicht. Sprung. Ja, so. Perfekt. Ich wollte eigentlich da lang, genau. Hier hoch. Die Viecher kann man nicht zerstören. Lass mich mal hier drauf. Danke sehr. Jo. Und ich würde mal sagen, das war's auch schon. Auch wenn ich total ein Epic Failure gebaut habe. Aber Wurst. Rang E. Here we go. Komm schon, zeig mir meinen Rang E. Zeig ihn mir. Auch wenn die Time, die ich gebaut habe, relativ gut ist, aber es ist trotzdem Rang E. Rang D? Ey! Also, in den Hero-Stage-Dingern kriege ich teilweise Rang Es ohne Ende und hier krepiere ich 5-6 Mal und habe 1000 Score-Punkte am Ende und allein wegen der Time kriege ich Rang D. Was soll denn das? Ist die Hero-Story einfach, die Dark-Story einfach 10 Mal einfacher oder was? Habe ich so fast das Gefühl im Moment. Doctor, they're heading directly toward us. What should we do? Welcome. 14:58 Uhr in der Pyramide. Pyramide. That was pretty rough. We did it. Let's go, Amy. Yeah. You little thieves. Did you really think you could get out of here alive? Come and get some, Eggman. Natürlich, überlass das alles.